Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe eine kleine Anleitung für euch, und zwar geht es um diese Boxen hier. Ne? Das sind ja, da sind ja Taschentücher drin, und ja, für diejenigen, die im Live dabei waren bei Hedwig Gedönsrad, die haben gesehen, wie man das noch in eine Box machen kann, um zu verschönern, falls ja, man mal keine solche Boxen hat, die irgendwie ein Bild drauf haben oder halt einfach nur ja, nicht so schön aussehen. Ne? Und ja, ich habe so lange gewartet, bis halt die Hedwig die zeigt, bevor ich eine Anleitung mache. Und ja, viele haben sich ja darüber gefreut, und deshalb werde ich euch zeigen, wie man eine Box für diese Tücher macht. Was brauchen wir? Ein bisschen Papier, ein bisschen Kleber, eine Stanze, und das war's auch eigentlich schon. Stanze muss mal nicht sein, ne? Das kann man auch anders, also wir werden gucken. Ne? Auf jeden Fall werde ich jetzt hier für diese Taschentücher eine Box machen, und diese Box hier, die ist also 11,5, so, und dieser Seite hat auch 11,5, also Breite und Länge ist 11,5 und die Höhe ist 11 cm. Okay, dann natürlich die Tiefe, wie viel ist die Tiefe denn jetzt? Die müsste ja dann auch, das hatte ich gesagt, hier oben 11,5 sein. Ja, 11,5. Ne? Auf jeden Fall werden wir hierfür eine Box tun. So, das stelle ich jetzt mal beiseite. Das brauchen wir jetzt nicht bis zum Schluss, wo wir gucken, ob das dann auch in unsere Box passt. So, was brauchen wir? Ich habe mir hier die Maßen aufgeschrieben, und ihr braucht erst einmal zwei Blätter, die sind, jetzt muss ich selbst gucken, okay, 24,1 mal 25,5, ne? Davon braucht ihr zwei Stück, also 24,1 und 25,5. Und ihr braucht ein Stück Papier von 22,7 mal 22,7. Das wird der Deckel werden. So. Wenn wir das dann haben, dann werden wir, das Ganze wird gefalzt. Und zwar legen wir erstmal einen Teil weg an der langen Seite. Das heißt hier die 25,5 an der Seite. Ne? Da werden wir falzen. Bei 12 cm. Und einmal bei 24,1 cm. Und dann drehen wir das Ganze um, dass wir hier oben die kurze Seite haben, das heißt die 24,1. Und da falzen wir das Ganze nochmal bei 12 cm. Dann entsteht, wie sieht man es jetzt am besten? Na, hier habt ihr eine Linie, hier habt ihr eine Linie und hier. So, okay. Ich habe wieder zu, sie ist wieder zu viel belichtet. Vielleicht sieht man es so besser. Oder auch nicht. Wenn ich mal die Lampe ausmache. Ah, so sieht man viel besser. Geht doch, ne? Also hier und da. Das Ganze machen wir dann auch noch mit dem zweiten Blatt. Das heißt, an der langen Seite, 25, also an der 25,5 Seite, wird gefalzt bei 12 cm
und bei 24,1 cm. Und dann an der kurzen Seite, also 24,1 cm, wird nochmal gefalzt bei 12 cm. So. Wie gesagt, dann entstehen halt so vier so Quadrate und hier so zwei kleine Laschen. Okay? So. Das hätten wir. Und dann nehmen wir uns das kleine hier, das 22,7 x 22,7 und da falzen wir auf allen vier Seiten. Auf allen vier Seiten falzen wir bei 2,5 und bei 5 cm. Dann entsteht sowas hier. Okay? So, wenn das gemacht ist, dann können wir unser Falzbrett beiseite legen. So. Und dann fangen wir an hier mit unseren komme ich nicht drauf. Mit unserer Box, also wo wir die vier Quadrate sind. So. Oh je, das war jetzt eine schwere Geburt. Oh lala. So, auf jeden Fall. Jetzt schneiden wir erst einmal hier bis da in die Mitte und dieses Teil hier, diese kleine Lasche, die schneiden wir auch weg. So. Das schneiden wir weg. Und hier. Na, das wird unsere Klebelasche. Und hier einfach mal reinschneiden. Einfach eingeschnitten. Okay? Das machen wir dann auch hier auf dieser Seite. Also immer bis hier an die Falzlinie. Und dann nochmal hier einschneiden bis zu dieser Falzlinie. So. Damit wir das. Und das wäre auch schon das größte Teil gewesen. Jetzt werden wir das Ganze zusammenkleben. Na? So. Also auf unsere Klebelasche Kleber drauf. Und das kleben wir uns hier, das kleben wir drauf, ne? Dass wir nur noch ein Stück haben. Natürlich kann man das auch ganz in einem machen, wenn man halt ja, so ein großes Blatt Papier hat. Ne? Das gibt es ja auch, die ganz riesigen Papiere. Damit könnte man es natürlich auch machen, dann braucht man halt nur ein Papier, ne? Und dann wird das Ganze auch nochmal
hier zusammengeklebt. Ne? So. Und somit einmal in diese Richtung falzen, so, wo wir das Ganze angeklebt haben. Und dann wäre die Box auch schon fast fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist hier unten halt einfach das eine auf das andere kleben und damit wäre die Box dann schon fertig. Ne? So, das machen wir dann auch. Hier könnt ihr nehmen, was ihr möchtet, ob ihr doppelseitiges Klebeband nehmen möchtet oder Flüssigkleber oder beides. Das ist, wie ihr das möchtet. Hauptsache, es klebt. Ne? So. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. So, und dann kann man einmal ja, mit dem Falzbein schön da drüber fahren, ne, dass das auch schön fest ist. Und das dann halt auch überall klebt. So, damit wäre die Basis für unsere Box fertig. Und jetzt gucken wir, ob das dann auch hier reinpasst. Und wie ihr seht, ne, passt gut rein und soll so auch sein. Ne? So, dann kümmern wir uns erstmal, ich lasse das mal drin, um den Deckel. Dieses Teil hier. Und da müssen wir erst auch einmal ein bisschen einschneiden. So. Wir schneiden jetzt hier, also diese Seite bis an die zweite Falzlinie hier. Ne? Okay. Und dann hier diese zwei, die schneiden wir weg. Ne? Und dieses Viereck hier, die schneiden wir auch weg. Und dann hier kann man das okay, dass sowas übrig bleibt. Und diese hier, das wird die Klebelasche, die können wir noch ein bisschen schräg machen. Ne?
Und dann das gleiche auf dieser Seite. Ein Moment bitte. So, Entschuldigung. Mein Sohn hat mal wieder was gebraucht. Und wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, hier mit diesen diese Klebelasche. Also das machen wir jetzt auf den nächsten drei Seiten auch. Das heißt, wir schneiden hier ein. Das schneiden wir weg. Das auch. Und hier ein bisschen eingeschnitten. So. Und dann geht das so weiter. So. Ach ja, und da möchte ich dann auch nochmal auch mein Statement abgeben. Ne? Viele haben ja schon mitbekommen, dass es die Facebook-Gruppe Aktuelles von Action und Co. nicht mehr gibt. Die habe ich geschlossen. Und ja, solche Sachen funktionieren halt nur, wenn die Kommunikation stimmt. Und ja, wenn das nicht so geht, wie es soll, ja, dann ist besser, man macht halt, man schließt die ganze Sache und man hört auf. Das ist dann das Beste, was man tun kann. Denn ja, wie es bei vielen Sachen ist, ohne richtige Kommunikation funktioniert nichts. Und ja, deshalb gibt es halt diese Gruppe nicht mehr. Da hat jeder hat seinen Standpunkt und mehr werde ich auch jetzt noch nicht darüber sagen. Aber für mich lag es halt ganz einfach an der Kommunikation. So. Wenn wir das denn haben, dann ja, wird das Ganze mal gefalzt, ne? Dann falten wir uns das mal alles. Und dann auch einmal die Kleben löschen. So. Das heißt, das Ganze wird jetzt, ne? Die Kleblöschen, die werden hier angeklebt und dann kommen die Sachen, die werden dann als Verstärkung nochmal nach innen gebogen, okay? Damit das auch schön kräftig ist und stabil. Aber bevor wir das machen, brauchen wir ja ein Loch. So, das Ganze könnten wir jetzt mit einer Stanze durch die Stanzmaschine machen. Könnten wir, wenn wir eine Stanzmaschine haben, wo das durchpasst. Wenn wir keine haben, wo das durchpasst. Also ich habe eine, ich mache es trotzdem jetzt andersrum. Und da nehmen wir uns, ne, eine Schneidematte. Wir nehmen uns die Stanze, die wir gerne haben möchten. So, ich glaube, es war diese Größe. Einmal gucken. Ja, die ist gut. Dann nehmen wir uns eine Stanze. Legen wir uns das hier drauf. Und gucken, ob wir, ne, die Mitte finden. So, ich würde sagen, ich hätte sie hier. So, was können wir machen? Ganz einfach. Wir nehmen uns einen Bleistift und wir zeichnen uns einen. Hier dieses ovale Teil hier drauf. So. Und dann
schneiden wir uns das einfach mit einem Cuttermesser aus. Jetzt geht es wieder wie in der Schule. Oder mit einem Piekser, wenn man sowas hat. Und dann schneidet man einfach auf der Linie, wo man gezeichnet hat, aus. Ich weiß nie, wie man dieses Teil hier nimmt. Es schneidet sehr gut, aber ich weiß nie, wie man das richtig halten muss. Auch witzig, ne? Ein Stückchen. So. Und dann nehmen wir uns einen Radiergummi. So. Einfach das Überschüssige vom Bleistift weg. Und somit haben wir auch unser Loch. Ne? Da kann man jetzt, wenn man hier noch so kleine Nupsis so ein bisschen wegschneiden. Aber im Großen und Ganzen sieht das Ganze gut aus. So. Ja, und dann geht's ans Kleben. Und zwar kleben wir uns das Ganze hier Ecke zur Ecke. Bisschen andrücken. Und dann machen wir das gleich auf der anderen Seite. So, und dann wird das hier
Und damit wäre der Deckel auch fertig. Jetzt gucken wir, ob das auch noch richtig passt. Und ja, es passt. Ne? Kann man hier, ich mache das jetzt hier, den mache ich nicht auf, aber ich nehme hier mal einfach meine Taschentuchbox. Und damit hätten wir die Box. Eine Box, ne? So, jetzt werden wir das aber noch ein bisschen dekorieren, damit das auch schön aussieht. Und natürlich könnte man jetzt diese Teile hier, die kann man natürlich auch ankleben, ne? Ich glaube, ich mache das auch. Wenn ich das dann jetzt noch mal rausbekomme. Ja, so. Das kann man auch wirklich ankleben. Ne? Das ist absolut kein Problem. Machen wir das mal. Ob ihr da jetzt ein doppelseitiges Klebeband nehmt oder halt Flüssigkleber, so wie mit dem, wo ihr halt am liebsten arbeiten möchtet. Ne? So. Und dann einfach reinkleben. Da bleibt das auch schön fest. Ne? Das gleiche zur anderen Seite. Und somit hätten wir den Deckel. So, ich lege das mal hier drauf und dann gucke ich mal, was ich hier von Restpapieren noch so habe. Das sind Papiere noch von einem Projekt. Hier habe ich auch noch ein Stück. Dann gucken wir mal, was ich denn jetzt da drauf kleben möchte. Ist ein bisschen zu klein. Das genügt aber nicht für 4 Seiten. Mal gucken, was haben wir hier. Das könnte vielleicht genügen und wir gucken mal. Ich zähle mal schnell.
glaube, das genügt nicht. Das genügt alles nicht. Nee, ich brauche ein Ganzes. Okay. Dann gucke ich mal, was ich noch so habe. Denn diese passen nicht. Außer vielleicht für den Deckel. Aber ich gucke mal, was ich da erst einmal für anderes Papier nehmen werde. Denn mal gucken. So, nochmal Entschuldigung, ich werde ständig unterbrochen hier. Und ja, ich habe mich für diesen Block entschieden. Das ist ein uraltes Schätzchen. Und ja, ich glaube, der ist toll für das. Und jetzt gucken wir mal hier rein, was ich denn für ein Papier nehmen möchte. Denn ich brauche 2 Stück. Und ich glaube, die Box mache ich foliert und das obere Teil unfoliert. Das hier gefällt mir gut. Ich nehme das. Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme das. Das ist schön. Komm, machen wir mal eine Mädchenbox. So. Die 2 Stück nehme ich mir raus. Oh, so, der Block ist angefangen. Das war ein Block von 2016. Einer meiner allerersten Schätze. Und ja. Schön. So, dann werde ich mir jetzt mal von diesem Teil hier 4 Quadrate schneiden, die ich dann hier auf diese Box kleben werde. So, mein Schneidebrett. Und da müsst ihr euch das dann messen, wie viel das ihr braucht. Für mich war es jetzt, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ach je. Ach ja, genau. Wenn man ständig unterbrochen wird, ist das auch nichts, ne? Bin ich froh, wenn die Schule wieder anfängt. Muss ich ehrlich sagen. Oh, hier, der ist viel größer als. Cool. So, mal gucken, ob es stimmt. Ja. So. Wir und davon werde ich mir noch kleine Teile abschneiden und dann brauchen wir noch für hier
So, erst einmal den großen Teil hier. Einmal schnell nochmal gucken. Denn der ist ja etwas größer. Okay. Das wäre dann für hier oben den Deckel, wo wir dann noch ein Loch reintun müssen. Und dann brauchen wir noch diese kleine Streifen hier, ne? So, ich werde das Ganze jetzt schneiden und dann sehen wir uns sofort wieder. So, da hatten wir jetzt alles geschnitten. Alles mal hier raus. Und dann, ich würde sagen, dann kleben wir das Ganze mal an unsere Box. Und immer gucken, dass wir einen kleinen Rand haben, wie bei allem, ne? Wie bei den Alben auch. Und dann kleben wir das mal schön alles hier drauf. So. So, ja, was wollte ich eigentlich noch sagen? Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein, weil ich hier mit diesem Papier hier arbeite. Ab und an wird ja behauptet, das Actionpapier wäre nicht so toll an Qualität oder ist mal fehlerhaft. Ja, das stimmt, dass ab und zu mal Fehler drin sind. Aber das geschieht nicht nur Action, sondern auch anderen Papierherstellern, das ist halt so. Ich habe jahrelang in einer Druckerei gearbeitet und ich weiß, wie das da abläuft, und ab und an kommt sowas mal vor, dass da das Papier halt nicht richtig in der Maschine lag oder halt nicht genug Farbe. Das sind Sachen, die mal vorkommen, und dann hat man halt ab und an mal kleine Striche auf den Papieren oder so, aber ja, das geschieht bei jedem, das habe ich auch in Stamperia-Papier, also das kann mal vorkommen, ne? Und über die Qualität des Papieres kann ich eigentlich nichts sagen. Das hier ist seit, wie gesagt, von 2016 und ist auch säurefrei. Die einzigen, die nicht säurefrei sind, das ist mir jetzt aufgefallen, wo ich am Aufräumen war. Ich habe ein bisschen in meinen Blöcken sortiert. Die einzigen, die nicht säurefrei sind, das sind die beglittert sind. Alle anderen sind säurefrei. Auf jeden Fall auf meinen steht es überall drauf, außer die mit Glitter. Und warum sind Actionblöcke billiger als bei, also halt die von Craft Sensation, als bei anderen Verkäufern oder Händlern? Erst einmal muss man wissen, Action gibt es nicht nur eine Filiale, sondern Tausende über ganz Europa verteilt. Es gibt ja nicht nur in Deutschland oder hier in Luxemburg oder Belgien oder Niederlanden. Es gibt es auch in Frankreich, es gibt es in Spanien, es gibt es in Italien, in wo ist es noch? Halt überall. Durch ganz Europa sind die verteilt. Ich glaube, es gibt so welche in Polen,
halt, ne, durch ganz Europa halt verteilt. Ich glaube, es gibt sogar welche in der Tschechei, wenn ich jetzt nicht der Slowakei, glaube ich. Also auf jeden Fall Action gibt's querbeet durch Europa. Und ja, die kaufen nicht nur einen Block. Ne? Deshalb schon die Menge macht's, dass die halt auf ihren Preis drücken können. Und ja, wo vielleicht andere das nicht können. So, das wäre mal das. Jetzt einfach mal, um zu erklären, warum, wenn man ein Craft Sensation Block in oder beim Woolworths kauft oder beim Tee, die Tee, die hat ja auch welche, warum die da teurer sind als beim Action. Liegt ganz einfach daran, halt an der Quantität, wie viel Action kauft. Und was noch ist, ist die Grammatur. Die Action-Papiere sind dünner als die in Woolworths. Da könnt ihr ruhig gucken. Ich habe jetzt keinen hier jetzt zufällig liegen, aber die aus dem Action sind 230er Grammatur und die aus dem Woolworths Craft Sensation sind 250er. Und das macht auch schon großen Wert aus, wenn man Papier kauft. Ne? Also 250er Grammatur ist immer teurer als 230er. Das ist so und das wird auch immer so bleiben. Halt, ja. Und es hängt auch davon ab, was man für Papier, was in der Druckerei genommen wird. Daran geht es auch. Das eine ist etwas grober, das andere etwas glatter und halt, da gibt es ja auch so viele verschiedene Firmen, die Papiere für die Druckereien herstellen. Das sind halt auch, da gibt es auch Preisunterschiede und ja, das hat dann halt alles damit zu tun, warum es im Action halt diese Preise sind und in anderen halt etwas teurer. Aber wenn ihr da richtig aufpasst, dann merkt ihr das. Da ist eine andere Grammatur und halt, ja, immer gucken, wie viel man Blöcke kauft im Zusammenhang, ne, mit den, wie groß halt die Konzerne sind, die das brauchen. Ne? Und ich glaube, Action ist da auf erster Stelle, also behaupte ich mal, und da kommt ein Woolworths oder ein Teddy halt nicht mit, die haben wahrscheinlich auch, die kaufen auch schon viel, aber wahrscheinlich nicht so viel wie halt bei Action und deshalb kann Action dann halt auch auf die Preise drücken und deshalb, ja, gibt es da die Papiere halt günstiger. Das heißt aber jetzt nicht, wie ich schon gesagt habe, dass das B-Ware ist oder irgendwas, denn so viel ich weiß, in Deutschland muss das angegeben sein, wenn es B-Ware ist. Also von daher, ja, möchte ich denjenigen, die behaupten, das stimmt nicht. Es ist halt nur ein bisschen anderes Papier und halt viel dünner. So. Das wäre dann auch mal mein Wort zum Sonntag gewesen, obwohl wir jetzt nicht Sonntag sind, aber halt, damit man mal versteht, warum es so große Preisunterschiede bei halt Verkäufern und Händlern halt gibt. Ne? So. So, dann kleben wir das hier noch hier drauf. Wird doch eine richtig niedliche Box, finde ich. Ne? So mit Pastellrosatönen. So eine richtige Mädchenbox, finde ich jetzt. Ja.
So. Und somit wäre das fertig. Mach mal hier meinen Kleber zu. Das könnte man natürlich auch noch, ne? Eine Blume oder irgendwas dekorieren. Weil ich nehme das geöffnete Paket. So. Und somit wäre unsere Box fertig. Ne, ist doch toll. Das kann man sich da hinstellen, auch wenn man... Okay, jetzt habe ich hier ne, Häschen drauf. Die Box sieht auch niedlich aus. Aber wenn man mal so Boxen hat, die nicht so schön aussehen. Ne, oder da steht nur Kleenex drauf oder Tempo oder wie auch immer. Ja, stelle ich mir das in so eine tolle Box. Und ja, fertig ist. Ne? Unten ist... gut stabil und ja, ich würde sagen, ne, das ist doch auch mal toll für einen kleinen Mitbringsel, irgendjemand eine kleine Freude zu machen und ja, kann man sich auch irgendwo hinstellen, ins Wohnzimmer oder wo man dann halt ja, Taschentücher braucht und das kann man ja mit x-beliebigem Papier tun, wenn man es gerne edel haben möchte oder im Vintage-Look oder, ne? Also ich finde das jetzt hier mit diesem folierten Papier eigentlich ganz toll. Sieht niedlich aus und ja, ich habe auch mal was Niedliches auf meinem Kanal gemacht und nicht immer halt im Vintage-Look. So, das wär's gewesen und ja, die Anleitung habt ihr. Wenn ihr es nachbastelt, ihr wisst, ihr könnt da, ne, eure gebastelten Werke in meiner Facebook-Gruppe, Miriam's Craft Corner heißt die, posten. Da ne, sehe ich eure Werke auch. Und ja, ich würde sagen, das wäre es für heute gewesen. Und ja, wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund, vor allem kreativ. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!